Okay, rauf geht's auf Ormond mit einem kompletten Healing-Build. Und zwar habe ich Empathic Connection mit dabei. Wenn er zwar verletzt ist, sieht er meine Aura. Und statt 20% heile ich ihn jetzt. Oder ich verwechsel alles, was ich sage heute. Statt 10% heile ich diesen Survivor dann 20% schneller. Dann habe ich Arthur Didact mit dabei, wo man einfach weniger Prozente am Anfang verliert. Ist noch immer kein krasser Perk, vor allem weil die Skillchecks halt dadurch auch nicht häufiger auftauchen. Aber bei Generatoren schon, wenn man sieht. Dann habe ich Solidarity mit dabei. Wenn ich einen Survivor heale, während ich selbst verletzt bin, bekomme ich 70% vom Healing dann selbst ab. Und Babysitter, ein neuer Meta-Survivor-Perk, würde ich behaupten. Da läuft es nämlich so ab, dass wenn man einen Survivor anhookt, dieser 30 Sekunden lang einfach mal keine Spuren hinterlässt. Okay, lauf weg. Lass mich alleine, ist okay. Dann noch einen Speed-Boost, also Haste, bekommt und für 8 Sekunden die Killer-Aura sieht. Und das in Kombination mit Off the Record ist halt eine insane kranke Combo. Und das will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt auf den Live-Servern sehen. Weil Tunneln würde dadurch halt schon hart gefickt werden, aber auf eine nicht so geile Art und Weise, würde ich mal sagen. Und wir spielen gegen Singularity. Okay. Run, Bitch, run! Okay, ich rotiere direkt für den Unhook rum. Hör auf! Soll das... Lass dich direkt healen, Homie. Lass dich direkt healen. Er kommt bestimmt nicht zurück. Gönnt mir noch einen Skillcheck. Ja. Ja, so funktioniert das noch immer nicht, Homie. Wo ist denn die liebe Lady hingelaufen? Hallo! Empathic Connection hinter dir! Das Problem ist halt, in Solo Queue ist der Perk halt noch immer nicht so geil, weil manche Survivors sich immer noch denken, oh, ich bin der König dieser Welt. Oh, das Boon habe ich jetzt nicht erwartet. Und ja, wir bekommen einen Skill-Track ab. Nachdem wir irgendwie 200% schon geheilt haben oder so. Ist natürlich stark, muss man sagen. Hör auf. Infizier mich nicht. Ja, der hat mich leider gesehen. Na, das hätte der leider. Sehr schade. Pre-throw. Man muss generell sehr hart pre-throwen gegen den Homie. Das schafft er noch, schade. Da hat er halt kein Problem. Aber er kommt nicht so gut hinterher. Jetzt leider schon. Oh, er hat es aber nicht gemacht. Muss ich machen. Dann ist er wenigstens geslowdowned. Ist auf jeden Fall ein besseres Ergebnis gerade. Dann nimmst du einen Hit. Insaner Play, Homie! Wer bist du denn? You are the hero of my time, sag ich dir. Holy shit! Was für ein Gamer! Absolut krank. Und da plot-twistet er sich auch direkt. Sehr gut. Bitte sag mir, du hast dich doch nicht geplot-twistet, weil das wäre sonst echt nicht geil. Das wäre sonst echt nicht geil. Er weiß bestimmt nicht, dass ich hier bin.
Hallo, Homie. Darf ich dich hier runterholen? Danke. Ich hab Babysitter. Oh, der Speedboost von Babysitter ist halt schon auch echt solid, ne? Okay. Jetzt, zweiter Stack, zweiter Stack. Voll geheilt, let's go. Ja, komm, wenn du mich hitten willst mit dem Scheiß, dann mach doch. Try me. Try me! Versuch's doch. Agni wurde gehittet. Okay. Von den Generatoren her sieht's aber relativ nice aus. Da haben wir auch noch eine Lady, die ich schön healen kann. Ich würde dich echt gerne healen. Lass dich bitte zuerst healen. Ja. Ja. Die Value. Mega. Schau dir die Value an. Nein, ich hab den Hit nicht mehr bekommen. Okay. Schade. Warte, habe ich hier irgendeine Kiste in der Nähe? Ja, da drüben, okay. Nehme ich. Ist zwar ein bisschen entfernter, als ich es haben wollen würde, aber alles Judy. Let's go. Hier mal alle Biopods zu deaktivieren, ist auf jeden Fall relativ nice. Damit sollte ich einige erwischt haben. Dann mache ich währenddessen den Generator weiter. Mein Ziel wäre schon, 5-6 zu bekommen mit Autodidact. Würde ich schon feiern, würde ich schon fühlen. Aber mal google, ob das gehen wird. Mal google. Ey, aber Babysitter, also ich glaube wirklich, man kann es jetzt halt nicht so gut sehen, wie gut der Perk ist, weil ich selbst eben nicht davon betroffen bin. Aber der Perk, oh, der wird halt insane sein. Wie gesagt, vor allem in Kombination mit Off the Record. Oh my gosh. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ansonsten finde ich die Buffs auf jeden Fall fein. Also ich muss sagen, Imperfect Connection finde ich sehr nett. Autodidact finde ich nett. Und Solidarity finde ich auch nett. Mehr ist das halt aber auch nicht. Babysitter ist halt insane. Das ist halt der einzige Perk, der wirklich insane ist. Okay, wieder campen. Ja, ich werde hier mal ein bisschen so in die Richtung herumlaufen. Ich muss aber von hier kommen. Ich hole dich erstmal runter hier. Lauf doch! Ich weiß nicht, warum du nicht läufst, Tommy, aber bin ich jetzt nicht so geil. Viel Spaß gegen ihn! Sein Speed ist halt pretty insane. Ich bin's. Aber er macht nichts draus, finde ich irgendwie schade. Also er hätte so viel mehr Distance mitnehmen können. Okay. Ein Kino. Ich will eigentlich noch sehen können, wie gut Solidarity ist. Von dem Perk haben wir momentan halt noch am wenigsten gesehen. Da würde ich schon gerne ein bisschen Value reinschallern. Wenn ich da jetzt vielleicht einen Survivor anhucken könnte und den healen, wäre auf jeden Fall nett. Also bitte, Lara, einfach mal ein bisschen down gehen. Fürs Showcase hier, fürs Showcase, bitte. Für die Klicks, für die Views. Gut. Gut. Ich lasse mich nicht schon von ihm healen. Wie gesagt, will ich da auf jeden Fall die Value abbekommen. Okay. Da gehe ich dann einfach mal hier rauf. Er wird, glaube ich, da drüben irgendwo hocken. Hier sogar. Woher weiß er, dass ich hier bin? Woher zur Hölle weiß er, dass ich hier bin? Das ist für mich eine relativ relevante Frage. Ah.
Wo ist die Lady hin? Wo ist die Lady hin? Und wo ist der Boy hin? Okay, wenn ich den Boy jetzt bekommen würde. Ich muss ihm nur zeigen, dass er zu mir kommen soll. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich habe Empathy extra nicht mitgenommen, weil er halt eh weiß, wo ich bin. Also die verletzten Survivor wissen halt eh, wo ich bin. Warum also umgekehrt? Aber ich glaube, warum. Ich glaube, ich weiß wirklich, warum. Einfach ein Wort vergessen gerade. Wo bist du? Homie? Oh, du hast Kraft. Nee, komm. Komm hier. Oder genau deshalb wollte ich weggehen. Du wolltest einfach Openfield. Du wolltest einfach Openfield ein bisschen chillen. Hey, ich verstehe das, aber muss doch nicht sein. Okay, dann mache ich es halt mit Lara. Dann mache ich es halt mit... Okay, komm. Liebe Lady. Liebe... Ihr seid aber auch alle ein bisschen durch. Ist aber okay. Ich mag Leute, die durch sind. Auch wenn der jetzt sofort hier hochkommen wird und ich dann down sein werde. Cool. Kuss geht raus. Ja, aber war trotzdem eine nette Runde. Ich habe alles außer einen Perk zeigen können. Den werde ich dann nächstes Mal einfach nochmal mitnehmen. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Wie gesagt, ein Perfect Connection. Oh, sogar 30% statt 20. Upsi, mein Fehler. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Cuter Buff kann man auf jeden Fall mitnehmen. Gibt in meinen Augen halt trotzdem bessere Perks. Dann haben wir Autodidact. Weiß ich nicht. Also ist noch immer nicht so der geilste Perk of all time. Und Babysitter ist insane, wie gesagt. Ist einfach Insane des Todes. 10% Haste für 30 Sekunden. Keine Pulse of Blood. Und keine Scratch Marks. Plus ein Aura Read auf den Killer für 8 Sekunden. Crazy! Und Solidarity, ja. Von dir habe ich so gut wie gar nichts gesehen. Also mal schauen, wie die 70% Conversion Rate ausschauen werden. Also bis zum nächsten Mal.